Hallo ihr Lieben, viele von euch backen ja jetzt begeistert Brot und wie ihr sicher auch festgestellt habt, es bleibt immer relativ viel übrig. Da bleiben dann hier so unerfreuliche kleine Teilchen übrig und es gibt zwar sehr viele Rezepte für Brot von gestern, aber erstens mal geht es oft um Weißbrot und ich habe ehrlich gesagt nie Weißbrot und das von gestern esse ich auch noch. Ich habe dann eher Brot von vorgestern und wir haben sehr, sehr lange jetzt rumexperimentiert und uns tolle Sachen ausgedacht, die ihr mit sehr altem Brot machen könnt, auch mit bockelhartem Brot, auch mit dunklen Sachen, mit Pumpernickel, Dinkel, Roggenbroten. Das zeige ich jetzt als allererstes mal in der Küche, wie ihr Brot haltbar machen könnt, wenn es schon fast hinüber ist. Bevor das übrig gebliebene Brot hart ist, könnt ihr es in feine Streifen schneiden, die dann auf dem Backpapier getrocknet werden. So bleibt es ewig haltbar. Aus dem altbackenen Dinkelbrot sind hier Spinatknödel entstanden. Man kann auch ganz getrocknetes Dinkelbrot nehmen. Rezeptur findet ihr im Text. Die Käsepflanzen funktionieren mit jedem Brot. Die werden nur ein bisschen in der Pfanne angebraten und dann im Rohr fertig gebacken. Käsepflanze. Das ist so köstlich, ich verspreche es euch. Wenn ihr ganz hartes Brot habt, macht im Mixer Semmelbrösel draus. Da gibt es auch ganz viele tolle Ideen, die man daraus zaubern kann. Ich zeige euch noch ein paar. Wenn ihr Knödel machen wollt, nehmt lieber nicht das ganz dunkle. Das haben wir probiert und hatten einen ganzen Topf voller Brei. Es war sehr unschön. Was dann aber funktioniert hat, ist dieses Dinkelbrot. Das könnt ihr ganz hart trocken lassen, wie vorher gezeigt, oder eben auch feucht von gestern ausnahmsweise benutzen. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie die perfekten Knödel gehen. Auch Spinatknödel, Speckknödel könnt ihr alles draus machen. Knödel, Carpaccio und so weiter. Okay, bei 500 Gramm Knödelbrot, wenn das noch so ein bisschen feucht ist, reichen 400 Milliliter Milch, das sind jetzt 250. Und bei ganz trockenem Brot, steht aber auch im Rezept, nehmen wir 500 Milliliter Flüssigkeit. Das muss jetzt eine Zeit lang weichen. Bei ganz trockenem Brot weicht es am besten ein paar Stunden oder über Nacht mit einem Tuch, was drüber gedeckt wird, damit die Wärme auch da drin bleibt und das Kondenswasser nicht entweicht. Ein Esslöffel von diesem Zwiebel-Petersilien-Gemisch kommt dann hier auf 250 Gramm Masse. Dazu zwei Eier, Salz und Pfeffer. Dann wird es gut durchgerührt. Und wenn es noch nicht ganz durchgeweicht ist, könnt ihr noch mal 10 Minuten warten, bis das sich alles gut vermischt hat. Jetzt haben wir es auch noch gewürzt. Wenn die Masse so weich ist und keinen guten Knödel ergibt, gibt man in dem Fall nicht Semmelbrösel hinzu, sondern Mehl. Dann bindet es auch besser. Die Hände dann immer schön ins Wasser tunken, damit sie nicht so kleben und die Knödel einfach rollen. So, man macht jetzt immer einen Probeknödel. Das ist noch ein bisschen kühl, das Wasser. Am besten ist es, wenn es leicht zimmert. Und lässt ihn eine Minute drin. Wenn der funktioniert, dann tut man die anderen dazu und lässt sie 20 Minuten simmern. Wenn nicht, dann muss noch Mehl in den Teig. Sieht, die steigen jetzt auch schon langsam nach oben. So, und fertig. Alle Knödel, die jetzt übrig bleiben, die werden dann zu dem Knödel Carpaccio. Das will ich nachher zeigen. Das ist jetzt das Knödel Carpaccio, das wir aus den übrig gebliebenen Semmelknödeln machen. Aus den Semmelknödeln kann man auch ein Knödelkröstel machen oder eben natürlich als Beilage zu allem, wozu Knödel passen. Dann haben wir einen wunderbaren Käsekuchen mit einem Bröselboden. Da kann man so gut wie jedes Brot für verwenden. Der ist jetzt komplett zuckerfrei, nur mit Erythrit gebacken, aber ihr könnt natürlich die gleiche Menge ganz normal Zucker nehmen, so wie es im Rezept ist. Und köstliche Brotsticks zum Dippen. Und natürlich kann man damit auch panieren, wie zum Beispiel dieses Süßkartoffelschnitzel. Das kann man auch mit Vollkorn, Semmelbrösel machen, sogar mit Pumpernickel geht das. Den sollte man aber mischen. So, ich habe euch hoffentlich ein bisschen Lust gemacht, immer etwas mehr zu backen, eure Reste auch zu verwenden. Ich selber mache immer bei so einem Kastenbrot, ich bin so verrückt nach dem Zeug, dass ich immer gleich ein halbes Kastenbrot sofort aufschneide und trocknen lasse, weil ich mich so auf diese Pflanzl und Crostini und Croutons und Tortenböden freue, dass ich wirklich jetzt immer ein bisschen zu viel backe. Aber solange man so tolle Sachen draus machen kann, ist es nicht schlimm. Vielleicht habt ihr auch Lust, jetzt einfach mal größere Portionen zu backen, dass sich das auch mehr lohnt, den Ofen heiß zu machen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald und ciao.